Wir haben bereits über die Auswahl eines AF-Messfeldes gesprochen. Aber wie finden wir den besten Zeitpunkt zum Einstellen des Fokus? Bei einer Porträtaufnahme steht Ihr Modell in der Regel still. Tiere dagegen können sich jeden Augenblick unerwartet bewegen. Wann die Kamera fokussiert, wirkt sich sehr auf die Qualität Ihrer Aufnahme aus. Die 60D hat für jede dieser Situationen und für alles dazwischen eine geeignete Einstellung. Wir haben Ihnen vorhin gezeigt, wie Sie einen AF-Modus für Live-Bildaufnahmen auswählen. Die Standard-AF-Modi unterscheiden sich grundlegend von denen im Live-Bild. Drücken Sie die AF-Modus-Taste oben auf der Kamera und drehen Sie eines der Wahlräder. Zur Auswahl stehen One-Shot, AI-Focus und AI-Servo. Bei One-Shot speichert die Kamera den Fokus, wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken. Sobald die Kamera scharf eingestellt ist, leuchtet der Indikator auf und es erklingt ein Signalton. Diese Einstellung eignet sich für unbewegliche Aufnahmeobjekte wie bei Porträt- oder Landschaftsaufnahmen. Da die Kamera den Fokus speichert, haben Sie die Möglichkeit, den Bildausschnitt Ihrer Aufnahme zu verschieben. Stellen Sie zuerst den Fokus auf Ihr eigentliches Aufnahmeobjekt ein. Halten Sie dann den Auslöser halb gedrückt, während Sie die Kamera leicht verschieben. Auf diese Weise erreichen Sie oft eine bessere Bildkomposition. Gehen wir jetzt zur dritten Option, AI Servo. In diesem AF-Modus passt die Kamera die Fokussierung über das gewählte Messfeld kontinuierlich an, solange Sie den Auslöser halb heruntergedrückt halten. Dies funktioniert auch, wenn sich Ihr Aufnahmeobjekt auf die Kamera zu oder weiter weg bewegt. Der Schärfenindikator wird nicht im Sucher angezeigt und es ertönt auch kein Signalton. Der Fokus ist dennoch korrekt eingestellt. Die Kamera kann sogar ein sich willkürlich im Sucher bewegendes Aufnahmeobjekt verfolgen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn die Auswahl des Fokusmessfeldes auf automatisch eingestellt ist. Stellen Sie den Fokus mit dem mittleren Messfeld ein. Solange Sie das Aufnahmeobjekt im Fokusbereich halten, passt die Kamera den Fokus ununterbrochen an. AI Servo eignet sich für sich ständig bewegende Aufnahmeobjekte wie Tiere oder Kinder. Der zweite Modus ist eine Art Kombination der beiden anderen Modi. AI Focus beginnt genauso wie OneShot. Die Kamera stellt den Fokus auf das hinter dem ausgewählten AF-Messfeld liegende Objekt ein. Sobald der Fokus korrekt eingestellt ist, wird der Schärfenindikator angezeigt und es ertönt ein Signalton. Wenn sich das Objekt bewegt, wechselt die Kamera auf AI Servo und passt jetzt den Fokus kontinuierlich an. Ein leiser Signalton erklingt jedes Mal, wenn der Fokus korrekt eingestellt ist. AI Focus kombiniert eigentlich die besten Eigenschaften der Optionen 1 und 3. In den meisten Situationen können Sie ruhig der Kamera die Wahl zwischen Einzelautofokus und kontinuierlichem Autofokus überlassen.